Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. Gut, was wir tatsächlich mal machen können, ist Fähigkeiten anschauen. Was haben wir denn hier so? Oh ja. Ja, vielleicht. Jetzt weiß ich, warum das so schnell kaputt gegangen ist. Das Quad in der letzten Folge. Ich dachte, wir hätten das hier schon, aber haben wir gar nicht. Gut, hier sind wir soweit fertig. Jetzt wollen wir uns mal einsetzen. Ich denke, das kann auch nicht schaden. Dann würde ich vielleicht das hier noch nehmen. Wupp. Möchte übrigens keiner wissen, warum mein Tattoo immer größer wird, obwohl ich nie zu einem Tätowierer gehe? Nein? Niemand? Gut. Ich wüsste es selbst nicht. Yay. Smarties. Nee, wie war's? Kinderlieben-Smarties? Nee. Ich hol sie! Ja, habe ich nicht gerade erst Twinks bestellt? Das ist meine Vergangenheit? Also nicht er, sondern die Twinks. Komme ich jetzt da runter? Ey, yo. Geiler Club. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Kopf. Scheiß Amis, Touristen. Ob die da gerade von Riley und Keith reden? Darf ich mitmachen? Komm mal her, mein Hübscher. Ich seh sie nicht. Wen denn? Erstmal tanzen. Was? Ja, geiles Set. Allein nur so da die ganze Zeit stehen. Oh yeah. Mach ich gerade den Pulp Fiction? Pulp Fiction. Robot Dance! Cool! DJ Raiden! Doc! Jason! Bleib's auch für mein Set, aber sicher! Hey, hast du meinen Bruder gesehen? Der mit der Kappe? Ja! Ja, der ist aufs Klo mit deinem Freund. Er soll aufpassen, Mädchen, die sind teuer! Scheiße! Danke, Mann! Ich seh dich später! Das Mädchen. Ey, du bist sie, du bezahlst. Sie hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen. Oder wir machen dich gleich. Ich werde euch einen Scheiß geben. Hey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, ja. Halt mal deine Klappe und besorg mir ein Bier. Du führst dich auf wie eine Tussi. Was? Hey, komm, chill. Wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägereien hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deinen anderen Jungs. Hey, der Große muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Willst du dich für was Besseres? Ja, tu ich. Das ist unser Revier, nicht deins. Pass bloß auf. Das werden wir noch sehen. Ist das vielleicht der Grund, warum wir gekidnappt wurden? Oder zumindest einer der Gründe? Vielleicht sind sie so auf uns aufmerksam geworden.
habe kein Drogenproblem. Können wir wieder eine Therapiesitzung machen? Oder? Arbeitest du ernsthaft immer noch an dem Kreuz? Okay. Das haben wir jetzt. Du findest besser die anderen. Ja, Schatz. Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Bark. Also sein Name ist Bark und er ist hier für einen Fuck. Ich weiß nicht, ob ich hier eins davon noch brauche, ne? Das auf jeden Fall. Gut, was sagt denn unsere KD? Andere Ende der Map. Na, holla die Waldfee. Dann peilen wir das mal an. Goodbye. War wohl nicht hoch genug. Wo ist das Ding? Ist es schon abgestürzt? Ich hatte gehofft, eine Trophäe zu bekommen, aber entweder habe ich die schon oder es war nicht hoch genug. Gut, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Das war echt dumm. Ich brauche ein Boot. Nicht mehr lange. Mit einem Boot könnten wir einfach schön an der Küste vorbei fahren. Gibt's doch nicht. Wo gibt's denn hier kein Boot? Halt! Fahrzeugkontrolle. Papiere bitte. Steigen Sie mal aus. Sie sehen alle gleich aus. Das ist verdächtig. Oh, das war theoretisch könnte das ein rassistischer Spruch gewesen sein, aber naja. Die haben halt nur dieses eine Layout irgendwie. Die Insel zurück. Okay. Du und ich, sagst du? Gut, holen wir die Insel zurück, sagst du, ne? Alles klar. Schwimm vor.
erschossen. Und jetzt wieder zurück, ne? Ja, ein bisschen Kohle verdienen. Was ist das für ein Techno-Fackel? Oh, Entschuldigung! Wofür eigentlich? Ich glaube, hier war noch irgendwo ein Brief, ne? Irgendwo ist ein Brief. Brief, 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 Brief. Hugos Brief. Ach ja, ich lese ja nicht. Gut, wer lesen möchte, bitte auf Pause drücken. Ich gehe mal so ein Stückchen weiter runter. Wisst ihr was? Wir können das eigentlich auch machen, wenn wir alle haben. Und dann könnten wir sie vielleicht sogar richtig lesen. Lasst uns das mal lieber machen. Ich glaube, das ist angenehmer. Ich darf das nur nicht vergessen. Gut, ansonsten ist hier unten eigentlich nur noch dieses Relikt. Ah, komm schon. Hier stehen, so. Gibt es irgendwelche Geheimnisse auf dem Grund der Meere? Also so ein bisschen wie bei GTA? Hm.
Ich glaube, da konnte man UFO zum Beispiel sehen. Finden. Oh Mann, jetzt dürfen wir erstmal einen richtig langen Weg fahren. Halt hier kein Boot gefunden. Das ist blöd. Da wäre ein Brief. Das ist gut. Oh, ernsthaft jetzt? Auch die Karre, sonst können wir ja gar nicht voran. Ich habe was. Eine Sache wollte ich noch mal gucken. Wo ist denn der gute Herc? Ach, der ist jetzt da unten. Herc. Alter. Hier ist ein Boot. Der falschen Taste rennen. Ich weiß aber nicht warum. Warum wollte ich mit R2 rennen? Welches Spiel war das? R2. Keine Ahnung, mir fällt eigentlich keins an. Ja, dein Problem. Sind die gerade alle getötet? Wow, einmal drüber gesegelt. Das nervt tatsächlich, dass halt ständig diese Tipps kommen. Kann ich das? Das sind ja eigentlich keine Tipps, ne? Das sind ja eher so, geh einfach wieder dahin, so. Wiki-Updates, sind die das? Ich weiß es nicht. Ah, nee, das ist das. Hier, Zielerinnerung. Das nervt mich wirklich. Also so ab und zu, alles klar, kein Ding. Aber das ist halt einfach zu heftig. Heftsch. Keine blöden Hunde. Scheint noch etwas tiefer zu sein. Ah, oder nicht? Gut, wie gesagt, wir lesen die Kompletto, wenn wir alle haben. Es sind, fehlen ja auch nicht mehr so viele. Wie könnten wir fahren? Wir könnten jetzt tatsächlich... Wäre blöd, wenn wir nochmal zurück müssten, ne? Aber wahrscheinlich müssen wir sowieso, also... den Weg.
Ah, was war das? Uah. Diese Haie? Der auf. Dieser Hai hat auf mich geschossen, wie es aussieht. Mhm. Gut, was nehmen wir als nächstes Ziel? Wer war das? Aus, oder? Ja. Schade. Hey, Autoinspektion, ihr kennt mich. Ja, ihr wisst, wie das läuft. Was? Steigt einfach alle ein. Alle warten auf dich, Jeff. Wollte ich hier nicht hin? Sorry, Leute. Ich muss hier raus. Da ist der Laden. Was möchtest du kaufen? Scheinbar keine Munition. Ah, stimmt. Cool, nehmen wir mal, ne? Das habe ich auch richtig vergessen. Ein Ripper. Ja, ich will wieder meine Pistolen haben. Oder die Pistole? Es war die Pistole, glaube ich. Aber ich befürchte, das war damals ein Code, den man eingeben musste. Keine Anpassungen, okay. Zwei Aufsätze. Nachtsicht. Nee. Also ich nehme die nicht, ich kaufe sie halt einfach. Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Das glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich schon auf die andere Insel kann. Bin ich gesund. So, dann. Was? 34 Minuten, Sekunden? Minuten.
machst mir Spaß. Wäre zu Fuß übrigens jetzt auch nicht so das Ding gewesen. Mal ein bisschen planen. Wir müssen ja eigentlich irgendwo hier hoch, ne? Aber wir haben hier unten auch noch eine Mission. Also. Fuck, wo sind wir? Da. Ich würde das hier anpeilen. Gucken, wie weit wir noch kommen. Da war früher eine Straße. Ich bin heute so aufgedreht. Ich glaube, das liegt daran, dass mir arschkalt ist und ich Energy Juice trinke. Tapire. Ekelhaft. Moin, die Herren. Waren das überhaupt Tapire? Klingt irgendwie nicht so, aber doch, sind sie, ne? Ich brauche Leopard. Eigentlich müssten wir die Folge beenden, aber. Mein Bruder? Smartphone. Aber ich glaube, wir werden diese Lieferungsauftrag noch machen, glaube ich, oder? Ich meine, eigentlich habe ich gar keine Lust auf die Dinger, aber wir machen sie, weil es XP gibt und das hilft uns im Vorankommen im weiteren Spielverlauf. Oh Mann, da runter. Und da die Rampe, ja geil. Holst du die Kugeln eigentlich die ganze Zeit her? Nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, müssen wir neu starten. Voll die Orientierung verloren. Lecke, stirb.
Mut, was? Tata. Das wird knapp. Hei, tai, tai. Alles gut? Nun gut, da wir das jetzt geschafft haben, würde ich sagen, machen wir ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.